Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Inc. Ihr seht jetzt, wir fangen direkt mal mit einem Kredit, mit einer Kreditaufnahme an. Ich hab's versucht, mir das einfach ein bisschen abzuwarten, aber es ist wirklich. Das Geld ist nicht mehr geworden. Deswegen sah ich mich jetzt ein bisschen gezwungen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, nochmal einen Kredit aufzunehmen und jetzt wirklich zu hoffen, dass ich hier zum Beispiel mit sowas Gewinn machen kann. Und das sieht schlecht aus. Fängt ja schon mal super an. 9000. Was wollen wir denn die? Für eine Geschwindigkeit? 180 bis... Hey! Das wird 100! Mein Gott, ey. Ja, dann, dann versuche ich es doch mal... So. Mal sehen, es ist, denke ich mal, ziemlich unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Kann ja gerne überrascht werden. Nee. Da passt. Ich würde mal raten, die Geschwindigkeit so überhaupt nicht. 5000 für einen besseren Motor, jawohl, aber dann fährst du wieder bitte zwischen Luxemburg und Bern. Und jetzt hast du ja definitiv die Geschwindigkeit. Also, wenn es jetzt nicht langt, dann weiß ich aber auch nicht. Siehst du, geht doch. Aber wir müssen mal ein bisschen mehr hin und her kriegen. Deswegen. Zwischen Genf und Bern. Und hier auch zwischen Genf und Bern. So, beide Fahrzeuge werden so gut wie voll. So, hier habe ich nämlich noch einmal sowas hier. Und kriegen wir damit jetzt ein bisschen mehr Geld ran. Ist auch ein bisschen. Ich denke nicht, dass uns das revolutionieren wird. Aber, lol. Okay. 56 passt. Mhm. Weil die Fahrzeuge werden ja prinzipiell alle voll, also ist jetzt nicht so, dass man ist auch in dem Sinne schlechter stehen damit. Ja, bei dir ist vermutlich einfach die Nachfrage dafür nicht da. Dann fahr du doch hoch Groningen Amsterdam. Und dann kriegt ihr hier halt etwas Kleineres. Was aber genauso funktioniert. Jawohl. So, und... So, das haben wir verbunden, das haben wir verbunden. Erste Klasse könnte ich noch drauf packen. Genf-Bern. Ein ganz klein wenig weniger. Naja, so. Aber Hauptsache, die Dinger werden so gut wie voll immer jetzt. Hier können wir aber noch ein bisschen mehr, denke ich mal, machen, oder? Sieht nicht so aus. Okay. Dauert nicht. Aber zum Beispiel hier zwischen Luxemburg und Ding können wir ja noch deutlich mehr. Mal gucken.
Er macht jedes Mal 3000. 3000. Kostet aber 40 plus 5, das heißt etwa, ja, der kostet 47.000, die Kombination. Ich muss eigentlich 10 mal hin und her fahren. 10, 11, 13, 15 mal, sag ich mal, hin und her fahren. Plus noch ein paar andere Kosten, aber okay. Denke ich mal, kann man machen. Wir dem hier auch noch direkt ein Upgrade verpassen. So. Es lohnt sich halt trotzdem immer noch deutlich mehr als. Ne? So, und diese Route lösen wir erstmal wieder auf. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass mal hiermit. Oh, 13.000. Was ich aber machen könnte, ist mal testweise, sag ich. Straßen. Na, ich möchte. So, verbinden. Und zwar dich mal Genflüdig und dann, boah, perfekt, du fährst sogar runter. Hast gemerkt, dass er um Straßensperre ist. Guter Junge. Nein, okay. Dann wieder Bern. Luxemburg. Jawohl. So. Ich denke mal, sonst ist hier nicht gerade ganz viel zu machen. Rum, Ljubljana. Was kostet das Länderticket? 50.000. Alter, wie viele wollen die denn eigentlich? Mann, ey. Diese Busfahrer. So, bei den Frachten haben wir schon die Hälfte. Wir müssen erste Klasse noch ein bisschen transportieren. Ich sehe aber, um ehrlich zu sein, nirgendwo. Ja, okay. Bern Graz. Bern Graz ist auch so eine schöne Strecke, wa? Aber dafür brauchen wir erstmal, müssen wir erstmal Österreich kaufen. Das ist relativ teuer. Aber ich würde sagen, in dem Sinne aktuell, es läuft, weil okay, ich habe nichts gesagt. Boy. Dieses Depot kommt ja auch überhaupt nicht damit klar. Jawohl. Busse, ey. Meine Herren. Kann es sein, dass die schneller und mehr kaputt gehen als sonst? Das war doch sonst nicht so arg. Oder? Oder irre ich mich da? So, wo noch? Wo noch? Ach, hier unten. Mein Gott. Ja, dann hier noch ein Depot. So, wenn die Depots jetzt aber nicht reichen. Puh, guck mal da, Luxemburg, Paris. Ja, ja, ja. So, jetzt warten wir noch mal ganz kurz. Ab, was das Geld sagt. Ich weiß, liegt es hier in England?
Sollte ich diese Fahrzeuge hier vielleicht einfach alle verkaufen? Kann man die überhaupt verkaufen? Irgendwie so Linien hier aufgeben, die nicht ganz so gut funktionieren. Zum Beispiel das da. Snape. Fahrzeug verkaufen. Jawohl. Mach mal. Das Ding ist halt auch, ich sehe nicht wirklich die Fahrzeuge werden trotzdem so gut fast wie alle voll. Ich sehe nicht, wo ich da so viel mehr machen könnte. Bei meinen Fahrzeugen ehrlich gesagt nicht, dass ich viel mehr machen könnte. Naja, Geld. Jawohl, wir haben ein bisschen reduziert, aber wir müssen halt einfach Einkommen. Wir brauchen ein bisschen mehr Einkommen. Das ist einfach alles. Wir machen auch tatsächlich immer noch mehr Minus als Plus. Und ich verstehe. Ich stehe echt auf dem Schlauch, woher das bitte kommt. Nachdem es letztes Mal so gut gelaufen ist und ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe bei dem Start, dass der echt gut war, und dann jetzt sowas hier einfach. Also, woran liegt das jetzt bitte? Vor allem zum Beispiel, woran liegt das auch, dass hier die Depots, also sonst habe ich ein Depot gebaut, ich konnte ganz Europa damit versorgen. Haben die da was anders gebalanced oder so? Naja, auf jeden Fall, was ich hier sagen kann. Das Minus wird immer größer. Zumindest haben wir gleich unseren Kredit abbezahlt. Das heißt, da hätten wir schon mal 40.000 weniger Ausgaben. Aber das ist doch relativ. Es ist immer noch recht viel und wir sind doch relativ weit davon entfernt. Guck mal, wir gehen jetzt gleich auf die 300.000 im Minus zu. Das ist doch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Das ist. Ja, ich versuch's mal mit Ljubljana, glaub. Das heißt, wir nehmen einen Kredit von fast 500.000 jetzt auf. Kaufen uns die hier. Machen eine Verbindung dahin. Geben denen einen wunderschönen Bus. Und wenigstens wird er voll. Halleluja, ey. Weil da sind echt viele Leute, die da hin und her wollen. Damit können wir, denke ich, echt ein bisschen Gewinn machen. Ja, hier in die Richtung das noch mitnehmen. Aber sind noch wieder 270.000. Nein, danke schön. Aber Ljubljana will jetzt. Das hat jetzt uns nichts direkt zu bieten. Zagreb. Split. Nee. Belgrad. Oder erstmal wirklich das hier ausmelken. Bis zum geht nicht mehr. So. Boah, ey, Alter.
Ihr kriegt jetzt schon, ihr habt am Anfang 2000 gekriegt. Jetzt kriegt er 5000 und seid immer noch unzufrieden, oder was? Alter. Leute, ey. Ihr wisst, dass ihr auch immer mehr werdet. Die Fahrer kosten mich jetzt schon 130.000 im Monat. Das kriege ich doch im Leben nicht gezahlt. Aber guck mal hier, das ist echt so eine Strecke, die können wir ausmelken. Und das ist auch absolut der Plan jetzt aktuell. Da werden Busse geschickt bis zum Umfallen. Na toll. Ja, das ist noch eine Baustelle. Ansonsten... Den reicht auch ein kleiner Bus. Dann setzen wir da noch einen kleinen Bus drauf. Gleich, bald, vielleicht, irgendwann mal. Demnächst. Hoch. Stand doch gerade noch. Hm? Muss ich das jetzt feststehen? Ah, nee, hä? Hab ich den gerade auf einer falschen Linie eingesetzt? Nee, hä? Was geht jetzt ab? Bus? Nein! Wie lange? Ach, komm schon. Das ist doch jetzt. Das ist doch. Das ist doch jetzt. Das gibt's doch nicht hier. Mann, ey. Da vertraut man einmal auf diese Dinger, auf eine Strecke hier und dann wird sie gesperrt. Jawohl. Mach doch mal ein bisschen mehr Plus. Bitte, mach doch mal mehr, ein bisschen mehr Plus. Warum fallen die jetzt wieder im... Okay. Wir machen aktuell... 2... Wir machen, glaube ich, tatsächlich ein ganz klein wenig mehr Plus. Wobei, machen wir nicht. Wir haben 600.000 an Kosten und wir machen irgendwie 500.000, wenn überhaupt. Ja, wir machen ziemlich genau 500.000. Haben wir 600.000 Kosten. Warum ist Treibstoff so teuer? Hat es irgendwas damit jetzt da zu tun? Weil auf jeden Fall hier Schulden und Darlehen, die machen auf jeden Fall noch ein bisschen was her. Abschleppen, okay. Depotunterhalt, ja, okay. Ihr lieben Busfahrer, ihr müsst mit ein bisschen weniger klarkommen. Ich kann das sonst nicht tragen. Also, ernsthaft nicht. Ich kann das anders nicht tragen. Und ich sehe schon, die werden jetzt, wenn ich so mache, werden die jeden Moment streiken.
Ich glaube, definitiv auch hier mit den Depots haben. Die haben da irgendwas geändert, dass die Fahrzeuge schneller. Dass die Fahrzeuge schneller kaputt gehen oder so. Das ist doch auch. Also. Es ist, finde ich, auch nicht unbedingt sehr motivierend. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber. Wenn ich das so sehe, wie es aktuell so läuft. Alle, haltet doch mal die Schnauze, ihr verfickten Busfahrer, ey. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn die Fahrzeuge hier am laufenden Band wegfallen, wenn die Fahrzeuge alle voll sind, so gut wie voll, verschiedene einzelne sind nicht 100% voll, aber ein ganz klein wenig weniger. Wenn man jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 5 Depots haben, wo man sonst 2 hatten. Und wenn man trotzdem noch 100.000 im Minus monatlich ist. Also, ich weiß nicht, ob ich grundlegend was falsch mache oder ob das Spiel jetzt irgendwie falsch ausbalanciert ist von Kosten und was man gewinnt. Aber das ist irgendwie, es ist seit dem letzten Update da, wo die Tutorials da einfacher wurden, wurde das Spiel einfach unspielbar. So macht es tatsächlich überhaupt keinen Spaß mehr. Und ja, wie gesagt, wir verlieren mehr Geld, als wir herkriegen, auf jeden Fall. Das kannst du vergessen, diese Runde wieder. Wir haben zwar das beste Einkommen von allen, aber auch die höchsten Ausgaben. Und es ist halt, ja, irgendwie finde ich unfassbar schade. Weil das Spiel hat eigentlich schon recht Spaß gemacht, aber wenn es jetzt so unspielbar wurde, aus ich weiß nicht welchem Grund. Ja, tut mir leid. Aber Sieg, Pleite. Ja. Wir sind jetzt pleite gegangen, weil keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit dem Spiel einfach nicht. Ich werde das nochmal jetzt privat für mich alleine versuchen, ohne Aufnahme. Und wenn es noch einmal so ausgeht, dann muss ich mir echt mal überlegen, was ich da mache, weil es ist leider wirklich unspielbar so. Naja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem vielleicht gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüsselü.